Ja, willkommen zum zweiten Teil. Und da würde ich sagen, da legen wir doch direkt los. Schiffsjunge, depressiv saß ich am Heck und wünschte mir ein Wasserleck. Wie konnte es nur dazu kommen, dachte ich mir wie benommen. Wie froh war ich doch, hier als Schiffsjunge anzufangen. Wieso will mir das jetzt nicht mehr langen? Weshalb macht das jetzt für mich keinen Sinn? Vielleicht, weil ich jetzt 60 bin. Hochzeitsnacht. Dein Stricken in der Hochzeitsnacht empfand ich schon als Niedertracht. Warum tust du mir sowas an? Zogst du mich doch vorher in den Bann? Und so erkenne ich mit Graus, du liebst nicht mich, sondern mein Haus. Erkenntnis. Es ist durchaus schon recht blamabel, wenn du dich kratzt mit deiner Gabe. Du hast nicht für 5 Cent Manieren. Du führst dich auf wie ein Tier unter Tieren. Warum hab ich dich nur geehelicht? Ich sah nur deine Schönheit, deine Eigenart nicht. Tragik. Bei den Freibadbesuchern ging eine Gänsehaut vonstatten, denn ich stand in der Sonne und warf keinen Schatten. Einer schrie, er hat doch einen bösen Blick, da wichen alle 3 Meter zurück. Alle 6 Milliarden Menschen konnten sich in den Nachrichten an dem Phänomen laben. Doch keine von den 3 Milliarden Frauen wollte mich deshalb haben. Überlegung. Es gibt so viele ungezählte, ein wenig verliebte Vernunftsverwählte. Da brennt kein Feuer mehr im Leibe, es geht vielmehr um die gemeinsame Bleibe. Da bleibe ich lieber alleine für mich, das ist auch sinnvoller an und für sich. Illusion. Ich liebe meine Frau sporadisch, sie lebt nicht hier und ist kanadisch. So erzähle ich es allen und kann so nicht in Schwermut fallen. Inzwischen glaub ich selbst daran, dabei hat sie einen anderen Mann. Liebesleben. Ich habe eine kleine Macke, ich wärme an Beinen gern meine Backe. Nur meine Frau erlaubt es mir und trinkt dabei gelangweilt Bier. So ist es mit dem Liebesleben, es ist ein Nehmen und ein Geben. Abwägung. Es gibt in vielen Ehen Kräche, die zeugen klar von Liebesschwäche. Warum hängt man sich an Kleinigkeiten und muss darüber endlos streiten? Hat man sich hauptsächlich Streit zu geben, dann ist es besser, alleine zu leben. Übermaß. Es schrie einmal weinend aus voller Lunge wegen einer 3 auf dem Zeugnis ein Streberjunge. Ich sah es und musste dabei fast kotzen, denn mir blieb nichts übrig, als auf meine 5 zu glotzen. Doch als eine Träne meinen Pullover benetzte, da staunte er nicht schlecht, als ich sein Zeugnis zerfetzte. Feuer. Im Zug, da brennt ein Zeugnisblatt, die Schule auch, Fritz hat es satt. Es war nur ein Ort für seine Qualen, jetzt musste das Gebäude dafür bezahlen. Und außerdem sagte er sich kurz und bündig, ich konnte nicht länger warten, ich werde bald strafmündig. So, ich freue mich, euch alle wiederzusehen, gleich im 3. Teil.